Willkommen zurück, Leute, hier beim vielleicht letzten Part von Let's Play Ratchet & Clank für die PS3. Drake setzt den Timer nochmal an. Ich beende den Timer. Interessanterweise fliegen mir dabei Raketen um die Ohren, die nicht mal von ihm da sind. Und nun geht's in die finale Phase des Kampfes. Können wir gegen ihn gewinnen? Ich bin auch schon mal an einer einzelnen Rakete, die hier rumgeflogen ist, gestorben. Also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich theoretisch nochmal was zum... Ich würde schon sagen, wollte der nicht einen Energieball abschießen? Können wir gewinnen? Können wir es schaffen? Wir haben es geschafft. Drake ist erledigt, Leute. Ratchet? Was ist? Aha. Hey Clank, weißt du was? Diesmal denke ich, was du denkst. Ja, das... Ich denke auch, was sie denken. Drücken wir den Schalter und beenden es ein für alle Mal. Das kann nicht gut sein. Aha. Puh, das war knapp. Clank, du kannst uns jetzt wieder hochziehen. Die Servos in meinem Arm scheinen kaputt zu sein. Kaputt? So wie Sturz in den Tod kaputt? Ja. Fragwürdig, ob das funktionieren würde, wenn man so den Trieb rausnimmt. Das Keine war Ahnung. Knapp. Danke. Mein Arm scheint sehr schwer beschädigt zu sein. Ah, das wird schon. Gott, da hüpfen überall Frösche rum. Ich höre sie. Sie sind da. Sie wollen mich umbringen. Wo willst du denn hingehen? Wir müssen doch noch den Arm reparieren. Und das war's von Let's Play Ratchet & Clank für die PS3. Das kann man netterweise überspringen. Haben Sie ein Problem mit Körperbehaarung? Bringt Sie schmerzhaftes Jucken im Intimbereich in peinliche Situationen? Oder stinken Sie ganz einfach? Dann brauchen Sie das, den persönlichen Hygienator von Gadgetron. Hi, ich bin Steve. Mac Quark. Und dieses kleine Ding kümmert sich um alle Reinigungen, die Ihnen selbst ganz einfach zu lästig sind. Ich werde es Ihnen jetzt vorführen. So. Schalt aus! Ja, wie ihr seht, 40 von 40 Goldpunkten und 30 von 30 Stilpunkten. Das ist schon mal gut. So, in jedem Ratchet & Clank hat man jetzt die Wahl, ob man neu anfängt oder einen Zeitsprung vor dem Zeitpunkt vor dem Sieg macht. Das ist jetzt prinzipiell für uns erstmal irrelevant, denn ich möchte was ganz anderes machen. Denn ich werde euch jetzt zeigen, was die Goldwaffen sind. Und ich werde euch zeigen, was der Rida so drauf hat. Dementsprechend überspringe ich jetzt die meisten Cutscenes hier, damit wir relativ schnell und zügig ins Ladebildschirm kommen. In den Ladebildschirm, so. So, jetzt kann ich in den Ladebildschirm gehen. Wechsel auf mein... glücklicherweise vorher ja, vorbereiteten Spielstand, sag ich mal.
So, ja, ich bin hier auf Novalis. Ich habe alle Goldwaffen gekauft. So. Waffen, die wir jetzt noch nicht kennen, werde ich jetzt erstmal vorstellen. Also Bombenhandschuh, Goldwaffenmodus, Riesenexplosion. Bei dem Goldwaffenblaster verhält es sich so, dass die Schüsse abprallen. Das ist ganz nett, ist nicht wirklich nützlich, aber ist nett. Der Pyrosator versprüht, ich sag mal, Säure. Ist auf alle Fälle tödlichere Säure. So, der Todeshandschuh, den wir nie gesehen haben, er schafft eben 4 von diesen Gadget-Robotern. Die hier würden wir jetzt wahrscheinlich mehr Schaden machen oder sowas. Völlig uninteressant. Ja, eine Mine. Die Mine explodiert mit einem ziemlich großen Karacho. Verspitterer kennen wir. Die goldene Saugkanone kann einfach mehr Gegner einsaugen. Mehr ist das nicht. Der goldene Verwüster. Auch eine Riesenexplosion, die sich fortführt. Also sehr cool gemacht. Der Hieb. Ist wirklich nur ein starker Vorwärtshieb, aber ein sehr starker Vorwärtshieb. Kennen wir. Der goldene Köderhandschuh. In unserem Fall schafft er eine dieser bösen Kopien. Ich weiß nicht, ob die Schaden machen. Auf alle Fälle, er schafft es, eine Kopie, die die Aufmerksamkeit ablenkt. So, die Abwehrdrohnen. Ja, das hier sind die Abwehrdrohnen. Man wählt sie aus, man hat Drohnen um sich drumherum. Die goldene Stromklaue. Er schafft einen grünen Energieblitz. Der goldene Wanderstrahl müsste, glaube ich, Gegner in explodierende Hühnchen umwandeln. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Oder ein Giga-Hühnchen, die auch noch... Nur Giga-Hühnchen, die als Schutzschild fungieren. Nun gut. Und nun, zu guter Letzt, der R.I.D.A. Reiß ihn dir auf. Das sieht jetzt vielleicht nicht ganz beeindruckend aus, aber ihr könnt euch vorstellen, es ist ein Schuss, zig Schüsse werden abgefeuert. Bei einem Boss hinterlässt das ziemlich einen Eindruck. So, jetzt haben wir noch den Epilog. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde die Bilder langsam durchgehen und ihr könnt sie euch angucken, durchlesen, pausieren. Macht das einfach mal so in Ruhe. Denn die Neugier-News, das finde ich immer sehr gut. Neugier-News. Sind Sie gut genug für den Rida? Interview mit einem Opfer davon. Wie ich die Galaxis vor mutiertem Schimmel rettete. Im Ernst. Das sieht aus wie der Stern. Meine Amöbe und ich. Wie lang ist Ihr Schlüssel? Uah. Ist schon echt herrlich. Warum so spät? Gott, Skid, ey. Haus und Bunker. Ich glaube, das war unter anderem ein Bild, was man ansehen konnte, aber naja. Ja, der Playbot. Alles, was Robotern Spaß macht. Oh Mann. Gut. Diese beiden Video schaltet man frei, wenn man alle Goldwaffen gekauft hat. Das hier ist, glaube ich, für die Skillpunkte, Stilpunkte, Entschuldigung. Das ganze Menü schaltet man übrigens frei durchs Durchspielen. Und dann seht ihr halt hier nochmal alle Stilpunkte. Im Normalfall, wenn man einen bestimmten nicht gemacht hat, steht da nur Kombi-Trick und unten Fragezeichen. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Was heißt beim nächsten Mal? Wir sehen uns beim nächsten neuen Projekt wieder, Leute. So viel zu Let's Play Ratchet & Clank für die PS3. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und Tschüss.